04, was erhoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Echt super. Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Ja. Ist alle. Okay, danke schön. Blitzeis auf der A20 bei Rostock wird Muharrem Sönmez zum Verhängnis, obwohl er mit seinem Transporter nur 40 Kilometer pro Stunde fuhr. Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber Unfall. Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein, der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft und schneidet das dünne Fleisch schweißfrei. Wir sind hier bei Schalke Freaks TV. Oh yeah. Hi Leute, ich bin's wieder, Janjan. Und ihr habt bestimmt mitbekommen, dass Schalke den DFB-Pokal gewonnen hat. Stopp, ich darf mich doch wohl mal eben vorstellen. Hoyo Mekesan, Aime Marco Maroko Homo Mekesan, Konnichiwa. Was soll die Scheiße, du bist Deutscher. Asse Mucka, Chakaluka. Und? Asamuka. Beruflich? Asamuka, Chakaluka. Och, Junge, passt auf. Dann sage ich mal, ja, man sieht es wahrscheinlich nicht sofort direkt, aber ich bin Ernährungscoach. Ist wirklich? Mhm. Nee, ich mache das tatsächlich beruflich. Bruder, warte mal. Bruder! Junge, übertreib nicht! Alarm, Junge, was für Alarm? Sie ist. Ja, die ist. Ja, N! Ja, okay, egal. Wie sagt die Witz ernähren? Ja, die Fett. Hey, was suchst du denn hier? Ich wollte nur mal so eine Uniform anprobieren. Die wolltest du wohl klauen? Komm. Alarm! Alarm! Lager! Nicht so lecker! Vor wenigen Tagen erst hat jemand an seiner Haustür uriniert. Leuchten Sie mal bitte in die Ecke rein. Sind Sie, das ist gelb hier, nicht? Hier stellt sich hier hin, von hier kannst du richtig sehen. Hier, so hier läuft bis unten runter. Voll gepinkelt. Warum? Weiß er. Oh mein Gott, er fragt dich warum. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Mein Gott nochmal, warum? Warum? Junge, nein! Warum? Junge, sag nicht, dann geh. Hoch, runter. N. Hoch, runter, N. Ihr wisst, was bedeutet Frau. Ihr wisst schon. Egal. Oh nein, ich verstehe das nicht. Ich kann nicht mehr, bin nicht mehr. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein. Doch. Von Ende! Saufen! Geil! Dieser Geist ist Arbeit! Wochenende! Ich bin euch! Saufen! Ist ein Wochenende. Saufen! Ja, so lustig, Leute. Verräter! Er ist erstmal reingekauft. So wie schon mal passt alles. Einmal das. Was ist das denn, ey? Kuckucksmilch? Ja. Kuckucksmilch. Kuckucksmilch. Was ist damit? Ich bin ja nicht im Malibu. Dann hast du hier die Cola. Ach, nee, ich kriege. Was ist denn jetzt schon wieder? Leck mich doch am Zuckerli. Was steht da drauf? Kleid. Und was solltest du mitbringen? Ohne Zucker. Zerro, Zerro. Weißt du was, das ist mir jetzt zu blöd. Und wie geht es weiter? Am Samstag haben wir nur noch im Norden etwas stärkere Bewölkung. Nein. Und einzelne Schauer. Sie sehen, die Temperatur steigt schon. Am Sonntag ist es im ganzen deutschen Bereich recht warm und sonnig. Vor der Pause noch der Ausgleich. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang.
Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Für die anderen, aber ich meine, hat wenn man immer zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Schiff? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich sie noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte. Ihr Lieblingsfilm? Dr. Dancing. Bitte was? Dirty Dancing. Entschuldigung, ich hab's akustisch. Dirty Dancing. Ach, Dirty Dancing. Dirty Dancing, ja. Das ist sein liebster Film. Ach hier, Dirty Dancing mit Carsten Schwänzen, ja. Für einen anderen Gast ist die Love Parade vermutlich jetzt schon vorbei. Und morgen vielleicht vergessen. Was ist hier passiert? Der Mann hat ein bisschen zu viel getrunken. Wie viel zu viel? Wie viel hat er? Das weiß ich nicht. Wir haben noch keinen Alkotest gemacht, aber ich glaube, er ist auch nicht mehr in der Lage. Drogen mit im Spiel? Keine Ahnung. Er sagt nicht. Nee, Drogen nicht mit im Spiel. Nur Alkohol. Wie viel hast du getrunken? Einiges. Oh, aua. Was hast du getrunken? Wodka und Bier. Bruder. Als ich nichts anderes Essbares gefunden habe, weil ich das davor schon alles aufgefuttert habe, habe ich mir Klopapier genommen und habe ich mir Kakaozucker gemacht und das habe ich dann aufgegessen. Jo. Siehst du das? Kranplatz. Da soll ich jetzt 60 Tonnen drauf abstellen. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, das ist das Problem. Ne? Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder was. Oh Junge, übertreiben. Kranplätze müssen verdichtet sein. Jetzt komme ich hier hoch. Ja. Okay Leute, das war's auch mit dem Video und bye.